Liebe Freundinnen und Freunde, was brauchen Familien? Familien brauchen Zeit, sie brauchen eine gute Infrastruktur und sie brauchen auch eine gute materielle Absicherung. Auf der letzten BDK vor einem Jahr haben wir einen umfassenden Antrag zur Zeitpolitik verabschiedet und auch einen zur Kita-Qualität. Und heute beraten wir das dritte für die Familien so wichtige Puzzleteil, die materielle Absicherung. Warum haben wir uns jetzt im Antrag auf einen Kompromiss geeinigt? Es geht nämlich nicht um die Frage, ob wir Kinderarmut bekämpfen und Alleinerziehende besonders unterstützen wollen. Das ist doch für uns Grüne unstrittig. Kinderarmut muss in Deutschland ein Ende haben. Dafür stehen wir Grüne und da passt doch kein Blatt zwischen uns. Wir Grüne sagen aber auch, wir wollen Kinder fördern, nicht den Trauschein. Wir wollen alle Kinder fördern, unabhängig davon, ob ihre Eltern miteinander verheiratet sind oder nicht. Alle Kinder. Und damit meinen wir eben nicht nur Kinder, deren Eltern ein ganz geringes Einkommen haben. Und wir wollen doch die eklatante Ungerechtigkeit in unserem Familienfördersystem beenden, dass die Familien, die ein besonders hohes Einkommen haben, von den staatlichen Unterstützungen über die Kinderfreibeträge auch noch überproportional profitieren. Dieses Matthäus-Prinzip in der Familienförderung nach dem Motto, wer hat, dem wird gegeben, das müssen wir doch beenden, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden gleich beschließen, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Und wir wissen, dass insbesondere Familien mit 2 oder 3 Kindern besonders vom Ehegattensplitting profitieren. Und deshalb haben wir auch immer gesagt, wir können das Ehegattensplitting nicht abschaffen, ohne Familien zu kompensieren. Familien mit Kindern dürfen durch grüne Politik nicht weniger in der Tasche haben. Liebe Freundinnen und Freunde, dafür stehen wir auch. Denn wie wollen wir es denn rechtfertigen, dass Eltern mit 3 oder 2 Kindern, die ein ganz normales Einkommen haben, die aber dummerweise erst nach dem Stichtag geheiratet haben oder die auch gar nicht miteinander verheiratet sind, dass die dann am Ende rund 200 Euro weniger in der Tasche haben, als die, die früh genug unter die Haube gekommen sind. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist hochgradig ungerecht. Wir wollen doch die heutigen Ungerechtigkeiten nicht fortschreiben und wir wollen auch keine zusätzlichen schaffen. Eine gerechte Familienförderung geht tatsächlich nur mit der Kindergrundsicherung. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte Kinderarmut bekämpfen, unbedingt. Aber ich möchte auch keine Ansage an Familien mit ganz normalen Einkommen nach dem Motto, mit grüner Politik habt ihr weniger im Geldbeutel. Deshalb finde ich es gut, dass wir jetzt im Antrag die guten und wichtigen Elemente der beiden Modelle zusammengeführt haben. Das ist ein starkes Signal an die Familien. Wir bekämpfen Kinderarmut, wir fördern die Kinder und nicht den Trauschein und wir machen Schluss mit dem Matthäus-Prinzip in der Familienförderung. Deshalb bitte ich euch um Zustimmung zum Antrag des Bundesvorstands. Vielen Dank.